Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 1. Und hier draußen, ihr schaut doch schon eher nach Speeren aus. Oder sind das auch einfach nur normale Leute? Ja, was. Oh, das hinten schaut irgendwie noch nach Wachstube oder irgendwie sowas aus. Auf jeden Fall interessant. Was gibt's denn hier Schönes? Einen bewaffneten, gerüsteten Mann. Was willst du? Was tust du hier? Geht dich nichts an. Okay. Reinlassen wird er uns wahrscheinlich auch nicht einfach so. Das ist merkwürdig hier. Aber ich. Es schaut fast so aus, als könnten das die Späher sein. Da hat sich die Maus wieder festgehangen. Das passiert leider ein paar Mal mit dem virtuellen Computer. So, also wirklich was in Erfahrung bringen, tun wir hier auch nicht. Wie gesagt, das mit den Children ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vor allem, weil hier halt auch einfach die Roben rumliegen. Da ist noch so ein schmaler Durchgang hier drüben. Den schaue ich mir nochmal an. Und danach schauen wir einfach mal weiter, weil ich möchte hier jetzt halt auch nicht zu viel Zeit verbringen. Ja, du erzählst uns auch nichts Neues. Nö, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, das da oben ist sowas wie die Wachstube von den Spähern. Aber ich schaue mich sonst noch mal ein bisschen im Boneyard um. Vielleicht sind die Späher ja auch gerade unterwegs, man weiß es ja nicht. Und da oben geht es auch noch mal weiter. Hier unten war der Hub. Da waren ein paar Privatwohnungen mit Leuten, die nicht großartig irgendwas zu erzählen haben. Oh, das scheint das Deathclaw-Gebiet zu sein. Ich rüste mal lieber die Waffe aus. Zieh mal lieber deine beste Waffe, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Und zieh mal deine beste Waffe. Okay. Wir müssen an dieser Deathclaw vorbei. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass da noch mehr auf uns zukommen würden. Wenn ich dich jetzt angreife, schieß hier mal auf den Kopf. Kritischer Treffer, das ist doch schon mal was wert. Ich hoffe, wir werden nicht von zu vielen Deathclaws auf einmal angegriffen. Also wirklich an der vorbeischleichen ist, glaube ich, gar nicht mal. Ian zieht seine Pistole wieder. Dass ich den Tag noch erleben darf. Und Tycho hat sich selber getroffen. Achso, nee, er hat nicht getroffen und die restliche Munition verloren. Und Ian schießt Tycho in den Rücken. Das ist doch sehr schön. Und wir schießen der Deathclaw direkt in die Augen. 21 Trefferpunkte und dann möchte ich gerne ein paar Schritte zurückgehen. 7 Trefferpunkte, 4 Trefferpunkte. Ja, zum Glück hält die Rüstung einiges ab und die Deathclaw ist primär an uns interessiert. Und weiter in die Augen schießen. Oh, jetzt. Ich habe Doc mit 23 Trefferpunkten getroffen. Oh, shit.
Aua. Oh, die halten halt einfach so viel aus. Und Ian schmeißt noch mal ein Messer rein. Oh, und jetzt haben wir auch noch keine Munition mehr. Reicht's noch für einen gezielten Schuss? In die Augen? Und sie wirft mich zu Boden. Aua! Ein kritischer Treffer auch noch. Das schaut gar nicht mal so gut aus. So, wieder aufgestanden. Ins Inventar. Benutze Stimpak. Benutze Stimpak. Benutze Stimpak. 55. Es ist, denke ich, in Ordnung. Und dann gewinn Abstand. Dass sie vielleicht nur einmal zuschlagen kann. Und sie wirft mich wieder zu Boden. Gibt's denn das? Da hatten wir schon mit der anderen Deathclaw echt richtig viel Glück. ...14 Trefferpunkte. Oh, das war so knapp. Kampf beenden. Hat natürlich nichts dabei. Oh, diese scheiß Deathclaws. Kann ich mich hier irgendwo heilen? Habt ihr einen Arzt? Die Blades vielleicht? Wend mal Erste Hilfe auf dich an. Es stellt sich keine Heilung ein. Aber ihr habt auch nicht wirklich einen Arzt, ne? Dann muss ich wohl weiter Stimpaks fressen. ...62 von 66 ist okay. Und ich hoffe einfach mal, dass da keine neue Deathclaw nachgekommen ist. Aber wir müssen ja an den Deathclaws vorbei, wenn wir zu den Gunrunnern wollen. Okay, die Deathclaw ist weg. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen und Princess, lad mal das Gewehr nach. Okay, da im Haus ist noch mal eine. Okay, gerade so durchgekommen und was eine Pampe hier. Aber da scheint es eine Brücke zu geben. Und da steht eine Wache davor. Achso, das bin ich. Ich habe schon gedacht, da steht nochmal ein weiterer Außenposten. Wache, was treibst du hier so? Ich muss mit deinem Boss sprechen, das ist sehr wichtig. Es geht um hier... Okay, Gabriel wird sicher mit dir sprechen. Geh rein. Es geht um Zimmermans Sohn, ne? Da wurden wir von den Blades her geschickt, um mit den Gunrunnern zu reden. Ihr werdet wahrscheinlich einfach nur normale Wachen sein. Versuch, okay, ich leg erstmal die Waffe weg. Okay. Dann sind wir wohl bei den Gunrunners. Hallo, ich bin Zack. Willst du Waffen kaufen? Zeig mir, was du zum Tausch hast. Bekomme ich einen Rabatt? Okay, zeig mal erstmal, was du hast.
Raketen, Munition, ganz viel Munition, Granaten, Plasmagewehr, Flammenwerfer, Kleingeschütz, Plasmapistole, Plasmagranate, Energiezellen, Fusionszellen, Sturmgewehr, Schrotflinten, Elektrogabel, Powerfaust, Schlagring, Kampfflinte, Kampfmesser, 10mm Pistole, ja, Brennstoff, Kampfrüstung, noch mehr Munition, ein Ripper und ganz viel Kohle. Da lacht mich aber gerade am ehesten eigentlich das Plasmagewehr an, wenn ich ehrlich bin. ...3800. Hui. Das ist ordentlich, aber gut. Wir haben 4500 klein. Dann könnte ich letztendlich auch die ganzen Skills noch in Energiewaffen stecken. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Lass uns erstmal reden. Okay. Ian, du hast doch noch Zeug dabei. Lass uns. Ach nee. Vergiss es einfach, Ian. Ich muss dir mal kurz was klauen. Weil ich sonst an mein Zeug nicht rankomme. Du hast doch noch Rüstungen. Die kannst du mal hergeben. Die. Das hat Eagle auch. Was kann ich dir denn mal geben? Du nimmst mal die. Dann kann ich vielleicht das mitnehmen. Und auch noch ein paar Messer. Wie viele kann ich denn da mitnehmen? Okay. Dann. Lass uns noch mal kurz handeln. Einen Rabatt brauche ich nicht, das kann ich mir so ohne Probleme leisten. Da die ist gar kein Problem. Und dann kriegst du jetzt mal schönes Zeug hier. 1600, 2400, 2900 und dann haben wir das Plasmagewehr ja schon fast. Fehlen noch 900. Plasmagewehr, ja. Jetzt kriegst du erstmal 900. 900. Bieten. Achso, 3888. Ja, komm, dann nimm 3890. Gutes Geschäft. Finde ich auch. Die zwei sind Trinkgeld. Und was brauche ich dann an Munition dafür? Fusionszelle. Und was machst du an Schaden? Das habe ich jetzt ganz vergessen nachzugucken. Das lege ich am besten mal ins Inventar. 30 bis 65. Oh, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Und dann kaufen wir dir noch die ganzen Fusionszellen ab. Energiezelle, Fusionszelle. Was kostet da eine Ladung? Oh, die sind gar nicht mal so günstig. Dann nehmen wir mal 150 mit, das sollte eigentlich reichen. Wir können uns das ja ohne Probleme leisten. 999. Und dann noch 800. Das passt schon. Das passt schon so.
Und dann gehe ich gleich mal ...34 Punkte in Energiewaffen stecken. Dann können wir mit dem Ding irgendwann auch mal was anfangen. Jetzt sind wir da schon bei 52%. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Können es ja in dem nächsten Gefecht einfach mal schauen, ob wir da irgendwas mit reißen können. Aber eigentlich sind wir ja wegen was ganz anderem hier. Es kommt nicht oft vor, dass Besucher sich hierher verirren. Was kann ich für dich tun? Warum kommen hier nicht viele Besucher? Das liegt wahrscheinlich an den Deathclaws, ne? Es ist nicht gerade einfach, hierher zu kommen. Mit den verdammten Deathclaws direkt vor unserer Fabrik. Ja, meine ich ja. Das. Ihr seid doch gut bewaffnet. Warum löscht ihr sie dann nicht einfach aus? Wir sind mal rübergegangen und haben ein paar umgebracht. Aber die kommen immer wieder zurück. Außerdem sind wir nur Maschinisten, keine Kämpfer. Und was gibst du mir, wenn ich da mal reingehe und mich um sie kümmere? Wenn du die Deathclaw für alle mal loswerden könntest, kannst du irgendeinen Preis verlangen. Waffen und Munition zwar viel. Ich habe da ein paar Freunde, die Waffen gut gebrauchen könnten. Du wirst die Deathclaw los. Und zwar alle. Und wir bezahlen dich dafür. Okay, mach ich. Na, wie läuft's, meine Liebe? Alles okay. Sag Bescheid, wenn du die Deathclaws gekümmert hast. Ja. Yep. Okay, damit wissen wir auf jeden Fall, was wir machen sollen, um an die Munition zu kommen. Schöner Tag, ne? Ja, sonst scheint es hier ja auch nicht wirklich viel zu geben. Dann könnten wir doch einfach mal nochmal vorsichtig uns ranwagen und gucken, ob wir eventuell uns jetzt mit dem Plasmagewehr etwas besser um die Deathclaw kümmern könnten. Was ist denn da drüben eigentlich? Ah, sieht so aus, als wenn eine Person sehr qualvoll gestorben ist. Aber sonst hatten wir hier in der Umgebung nichts mehr. Gut, dann haben wir eigentlich auch schon so gut wie den kompletten Boneyard erkundet. Und dann rüste ich nochmal fix das Plasmagewehr aus. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Ding halbwegs umgehen können. Und vielleicht eine Deathclaw rausziehen können. 53% Trefferchance. Wechsel erstmal auf das Scharfschützengewehr. Und dann wechsel die Waffe. Und geh noch mal ein paar Schritte zurück. Doc Meat stürmt sich schon wieder todesmutig auf die Deathclaw. Ian, du wirst doch jetzt nicht in Nahkampf gehen wollen. Na, wenigstens Tycho hat noch seine Schrotflinte. Oh shit, ist die schnell. Schönen Tag noch. Die ist dann doch nochmal irgendwie ein Kaliber härter als... ich glaube, ich ziele einfach nur so auf sie. 48 Punkte getroffen.
Und dann gewinn Abstand. Ja, wir machen auf jeden Fall schon mal gut Schaden, obwohl wir mit dem Gerät noch nicht wirklich so gut umgehen können. Irgendwo hingetroffen. Ja, wenigstens fängt die Rüstung einiges ab, aber so ein kritischer Treffer ist nicht schön, wenn das wenn die Deathclaw einen verursacht. Dogbeat wirft sie erstmal zu Boden. Können wir da jetzt eventuell mit einem gezielten Treffer ein bisschen mehr anfangen? 63% auf den Kopf. 77 Schaden. Das ist ordentlich. Aber gewinnt trotzdem nochmal Abstand, auch wenn Tycho jetzt nicht mehr wirklich drauf schießen kann. Du wurdest für 6 Trefferpunkte kritisch getroffen. Der blaue Fleck wird gut aussehen und vielleicht sind die Narben ein netter Partygesprächsstoff. Was immer du sagst, Princess. Was immer du sagst. Nee. Der gezielte Schuss ist momentan noch weit ab von dem, dass wir ihn wirklich nutzen können. Bitte kein Crit. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele Deathclaws da unten noch sind. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen. Bin schon wieder daneben getroffen. Inventar. Boah, die kosten so viele Stimpacks. Komm, das dritte auch noch. Jetzt sind wir wieder auf fast vollem Leben. Und ich glaube, das war gut, dass ich das Stimpack genommen habe, weil sonst wäre ich jetzt definitiv tot gewesen. Komm, mach sie platt. Ein Trefferpunkt. Oh, das war so knapp wieder. Das war wieder so knapp. Du hast mal wieder nichts dabei, ne? Also das können wir jetzt momentan auf dem aktuellen Stand noch vergessen. Dass wir hier wirklich durchkommen. Also jetzt hier an der Oberfläche scheint es erstmal so gut wie alle Deathclaws gewesen zu sein. Ja, dann haben wir eigentlich den Boneyard so gut wie komplett abgeklappert. Wir müssten uns eigentlich mal um die Hydrofarmen, um die Verräter von den Followers of the Apocalypse kümmern. Wir könnten uns auch nochmal die Kathedrale anschauen. Und aber hier die Deathclaws, ich glaube, da kommen wir momentan noch nicht so weit. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen stärker werden. Ein bisschen mehr können. Was Princess genau dann nächste Folge macht, das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann aber sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.